wieder das englische Sprichwort. Park the Bus. Mourinho-Style jetzt wirklich, ob es so schlimm ist, weiß ich nicht. Bestes Jugendhockey deutschlandweit, aber auch eher im weiblichen Bereich, muss man dazu sagen. Na gut. Bremo holt sich direkt mal die Pille. Und jetzt geht's mit einem Dreier. Die 30, Raffelberg fängt da mal direkt an. Ein bisschen zu pressen. Wird abgefälscht in die rechte Ecke. Ja, wieder raus. Da muss man jetzt mal die Tiefe da besetzen. Ja. Kimi Fayan fängt den Ball ab, aber gibt ihn direkt wieder her. Jetzt gibt es da so ein kleines Pressduell, was Kimi Fayan aber für sich entscheidet. Ja, jetzt wieder ruhiger Aufbau der Raffelbergerin. Das machst du sehr stark. Schön ausgespielt. Boah, stark gemacht. Die Riesenchance, aber der Ball ist nicht drin. Wird rausgepfiffen, nee. Ja. Pfiff für Bremen. Aber schön gemacht da, über außen gespielt. Schön die Lücke da gefunden. Aber dann leider ein bisschen den Ball verloren. So, jetzt wieder über außen die Raffelbergerin. Kommt da auch. In den Kreis. Müsste ihn vielleicht aber weiterlegen. Ecke. Ja, das richtig. Der Ball geht über den Schläger auch abgewehrt. Der altbekannte Rückhandstupser, ne? Ja, aber guck mal, den muss sie nochmal ablegen. Also ja. Man sieht das hier ganz klar. Den muss sie nochmal rüberlegen. Die kann den dann ins leere Tor schieben. Aber jetzt auch eine Ecke. Sind mal gespannt von wo. Oft genug gesagt, generell viel im Kreis dieses Rückhand. Lukas, die Versuche. 14:30 mit der Rückhand abzuschließen, die aber meistens leider zu leicht kommen. So, jetzt erstmal die Ecke. Schuss, geht leider links. Interessant, die Bremer Teuterin läuft nicht raus, bleibt stehen, hat sie gestern schon gemacht. Hat nicht so gut geklappt. So, Julia Funke fängt den Ball ab, verliert ein bisschen das Gleichgewicht. Boah, schöner Ball. Ja. Bleiben aber hängen an der Raffelberger Verteidigung. Boah, Julia Funke, kommt nicht ganz durch, das Brett liegt. Wieder Pfiff für Bremen. Schöner, direkter Pass in die Mitte, jetzt gleich über die Vorhand. Schön gemacht. Ecke, harter Pfiff. Ich hätte da vielleicht auch eher Schlägerstellen gesehen. Gibt's auch starke Diskussionen. Kann die Schiedsrichterentscheidung aber auch nachvollziehen. Ja, das ist auch kein bringt, da zu diskutieren. Weil es kein ruhiger Schläger ist, sondern schon mit Tempo da auf den Schläger schlägt. Deswegen ist die Entscheidung schon nachzuvollziehen. So, gucken wir mal. Nathalie Hoppe in der Mitte. Lea Schulze auch kurz. Lea Schulze, genau. Sieht nach Mitte aus. Wie auch er sagt, ja. Und die schön! Ja. Nathalie Hoppe setzt ihn rechts rein, Tor zählt. Macht das gut. Wiederholung schöne gemacht. Ecke. Ja, schön, schönes Ding. Macht sie klasse, schöner Ablauf. Eiskalt. Ja. Auftakt nach Plan für Bremen. Können sie sich in ihr Halbfeld stellen. Den Bus vorm Tor parken. Aber da hat Raffelberg natürlich was dagegen. Versuchen jetzt mal was offensiv, aber ja. Klappt nicht wirklich. Eieieiei, was ist das für ein. Gehring fängt keine Ball ab. Grober Schnitzer da, der Bremer Verteidigung. Aber erstmal wieder. Landmesser Nationalmannschaftsprech. Ich sage jetzt einfach mal ja. Keine Ahnung, weiß nicht. Kann ich mir aber gut vorstellen. Okay. Auswahl hat sie auf jeden Fall bei WHV gespielt. So. Landmesser auf Jule Bloch. Probiert er wieder rechts vorbeizulaufen. Gibt den Schläger stark.
Schiri schnell gespielt. Ah, da ist ein Schläger dazwischen. Ich glaube, es war wieder Nathalie Hoppe. Passt Bremen gut auf. Boah, schöner schön Ball gemacht. Nathalie Hoppe und der. Oh, mein Gott. Mein Gott, war das knapp. Ganz knapp links vorbei. Scheint irgendwie im Chat irgendwie so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Wut gegen Bremen zu sein. Anscheinend über deren defensive Spielweise. Vier Mädels wechseln. Maja Maitin bleibt drauf beim Bremen. Gucken, wie die jetzt ins Spiel finden. Ja, Raffelberg wieder mit dieser interessanten Taktik da. Irgendwie super weitergeleitet. Und das macht sie super. Oh, und das ist grandios. Hat die gehalten? Warte ja, mal. Hat ja, die ja, ja, was? Grandios verteidigt. Ja. Und Mirja. Ja, ich glaube, Mirja Landmesser macht das natürlich stark. Ei. Wahnsinn. Mega Chance. Ist natürlich jetzt bitter, dass der nicht reingeht, ne? Ist der hundertprozentige. Aber verteidigt. Jetzt mal Rückhand die andere Seite. Nee. Oh, das macht sich stark. Ist Pech, dass der nicht reingeht. Auf beiden Seiten jetzt Pech, dass da gerade kein Tor gefallen ist. Bremen. Ich glaube, wir haben hier den Bruder von Rika Lubienski im Chat. Lasse, du kannst dich ja mal kurz melden, ob du der Bruder bist. Ist natürlich nicht ganz so weit hergeholt. Sarah Gehring. Ah, bleibt aber wieder stecken. Also die Bremer, die Bretter sind unten. Oft wird da ins Brett reingelaufen. Das ist mal wieder der Aufbau. Oh, der geht voll ins Brett. Oh ja, da gibt es auch den Pfiff. Jetzt mal schnell gemacht. Ja, klappt nicht ganz. Geffen. Bretter in die Bretter rein. Ja, ist er. Alles klar, habe ich richtig getippt. Schöne Grüße, Chef. Guck mal, aber die ist 2-7erin, sehe ich gerade, Tom. Also hat Bremen auch eine 2-7erin dabei. Ja. Und Mina Uetzbe, wenn ich es richtig ausspreche, ist auch noch 2-7 bei Bremen. So, Mia Maiti macht Druck. Ist gut gemacht. Jule Bloch bleibt aber am Ball. Super Kim Eva Jant. Kriegt den Pfiff. Mia Landmesser auf Kimi Fajant. So, jetzt mal. Kann sie mal ausbrechen nach innen. Ist, ah, schon dabei, aber kommt nicht wirklich ran an den Ball. Jetzt schwer zu sehen, was da gerade in der Ecke passiert ist. Aber für Raffelberg. Oh, ich höre hier gerade. Wahrscheinlich gibt es doch keine Nebelmaschine. Weil es hier raucht. Boah, ist das ein Tor. Meine Güte. Dreyer Funke ganz frech. Ins kurze Eck. Die Tröte von Raffelberg, auf die wir den ganzen Tag schon warten. Megator, sehen wir nochmal mit Wiederholung, er macht die Klasse. Ins kurze Eck, Gia Funkel, er spielt auch echt ein super Turnier und das ist wirklich ein super Tor. Ich sag, boah, frech da ins kurze Eck, das sieht sie gut. Auch mit dem richtigen Tempo. Gefällt mir. Also das gehört Fritz, anscheinend gibt es doch beim Finale kein Einzug mit Nebelmaschine, weil. Gibt bei Bremen sogar. Ja. Ist anscheinend hier Rauchmelder in der Halle gibt und da man das nicht provozieren will, glaube ich. Oh, das ist natürlich schade. Nicht, vielleicht wird es auch nochmal unentschieden. Deswegen Nebelmaschine funktioniert wahrscheinlich deswegen nicht. Schade. Aber wird noch hier wild beraten, deswegen hoffen wir. Boah, sind wir mal gespannt. Haben jetzt das Outcome der Diskussion jetzt nicht so wirklich mitgekriegt. Warum die Bremerin eigentlich keine Namen auf dem Trikot haben, haben wir eben schon mal besprochen. Das weiß. Wissen wir, haben sich wohl zu entschieden, finden wir auch ein bisschen merkwürdig. Naja. Oh,
gut. Und? Oh, weiß ich, also das hätte ich andersrum gesehen. Liegt hier einfach nur das Brett. Jetzt wird hier geschrieben Datenschutz. Da, ja, weiß ich nicht. Aber das stimmt. Egal, wir lassen das mal so im Raum stehen und konzentrieren uns aufs Hockey. Kim Efayan fängt den Ball ab. Rüber zu Julia Funke. Ah, die macht das Spiel erstmal ruhig. Ja, die Regie ist gerade anderweitig beschäftigt, aber ja, steht 1-1. Sag mal noch. Ja, warte. Oh, kurze Pass, hier muss sie noch. Oh, die macht sie rein, das jawohl. Macht sie auch. Und das ist das 2-1 für den Bremer Hockey Club. Ja, den. Den knallt sie wirklich rein. 23 von Bremen. Mina Özbe. Mina Özbe. Mina Özbe, ja. Wir 2007erin. Ehrlicherweise jetzt auch nicht schwierig, den von da noch reinzumachen. Aber für eine 2007erin sehe ich jetzt gar nicht so. Fällt gar nicht so auf. Gigi? Sag mal 2-1. 2-1. Steht 2-1. Ah, steht. Ah, super. Steht jetzt richtig. Oh, Julia Funke mit dem nächsten Offensivversuch. Naja, also Kritik gegenüber der Regie verbieten wir uns. Ja. Machen einen super Job hier ganz das ganze Wochenende. Ein Riesenlob an die Regie muss man einfach mal loswerden. So, Dorle van Geffen. Julia Funke tief. Und jetzt wieder kurzes Eck. Eine Bremer aber, ja. Spielerin schon auf zu spielen. Ist die Torhüterin auch erstmal halten. Funke. Oh, jetzt kann sie noch, legt ihn schön rüber und jetzt kann sie aufladen. Ah. Ja, das ist ein bisschen zu harmlos. Zu mittig der Abschluss. Oh, hier wird gerade geschrieben, Bremen hat auch eine 08erin. Das ist natürlich bemerkenswert. Mia Hasbach. Aber, nein, die spielt nicht mit, aber Emma Diesbrock. Emma Diesbrock. Genau, Mia Hasbach spielt nicht mit, steht aber hier auf dem. Aber Emma Diesbrock kommt. 28. Emma Diesbrock. Oh. Aber nächste Chance, Dorle van Geffen. Keine Ecke. Da Raffelberg. Wollen die Raffelberger eine Ecke haben. Kriegen sie nicht. Ja, Raffelberger ein bisschen unzufrieden gerade mit der Schiri-Leistung. So, jetzt. Boah, schön gemacht. Wieder. Und damit aufragt Ecke. Ja, ist und genau richtig. Und holt die Ecke. Ja, das, ja da muss man jetzt nicht diskutieren. Ja. Von Raffelberger, das ist eine ganz klare Ecke. Ja, eben. Hacken sie drauf von hinten. Na gut, Chance zum 3-1 jetzt von Bremen. Gucken, sind ein bisschen genervt, die Raffelbergerin. Bin ich gespannt, ob die Bremerin eiskalt ausnutzen können. Ich glaube, Mina Özbe wieder auf dem Schuss. Dass hier so das Spiel führt, obwohl 2007er ist, finde ich. Das ist bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Aber könnte auch eine Ablage auf jeden Fall geben auf Nathalie Hoppe, die links bereit steht. Oh, direkt auf Nathalie Hoppe. Frech, frech, oh, und es klappt. Die macht auch direkt rein. Ja, das Frech habe ich lange nicht mehr gesehen. Gefällt mir. Von links und dann kurz. Habe ich auch. Also. Aber ja, ist die Torhüterin irritiert, zieht ihn dann nach innen. Aber fehlt dann auch irgendwie die erste Wellenlinie. Alles keine, nicht so wirklich gute Ecken am Berg. So, und dann ist Mia Landmesser ist jetzt auch. Sprachlos. Stark spielt so. Der Bremerin. Die Bremer Fans sind jetzt da. Und von Raffelberg höre ich hier gar nichts mehr. Also scheint so, als hätten wir S-Bahn hier mehr Anhänger. Vielleicht noch einen Angriff mal vor der Pause von Raffelberg, den sie mal ruhig ausspielen können. Und nicht schöner Ball. Ja, schöner Ball. Und jetzt muss man den Abschluss suchen. Aber hängen geblieben. Ja, wie schon gesagt. Bremen konzentriert sich auf die Defensive, aber der Plan geht auch total auf, muss man ja, einfach und sagen. Ja, sind dann vorne eiskalt, ja, machen die Ecken genau. Rein. Also Strategie bisher auf jeden Fall erfolgreich in der ersten Halbzeit. Ja, machen sie gut, werden jetzt wahrscheinlich. Ja, genau, jetzt geht's darum, das kurz in die Halbzeit zu bringen. Genau. Neue Luft zu schnappen und dann hier den dritten Platz nach Hause zu holen. Tiefer Pass. Noch 8 Sekunden. Vielleicht noch einmal nach vorne.
Gut, müsst ihr jetzt schnell gehen. Nee, das war's. Mit der ersten Halbzeit. 3:1 für Bremen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, Lukas, wie fandst du das Spiel? Sagst du, verdiente Führung für Bremen oder? Also wir haben, wie ich finde, sehr starke Bremer gesehen, die ihre Chancen genutzt haben. Sie haben das clever ausgespielt. Wobei ich sagen muss, dass auch Raffelberg schwierig, also die hat damit zu kämpfen, wie sie gegen das Pressing und gegen die Stellung von den Bremern spielen sollten. Am Ende waren noch ein paar Fehler dabei, spielt sie den Ball an, obwohl sie gerade auswechselt. Also die letzten 2-3 Minuten war die Konzentration von den Raffelbergern einfach weg, so. Aber die werden jetzt die Ansage von der Trainerin bekommen. Ich sehe gerade die mal auf dem Taktikbord ein bisschen was rum. Ich denke mal, wird ein paar Sachen ändern, ein paar Lösungen vorschlagen, die jetzt auch hoffentlich umsetzen werden. Und dann sehe ich hier noch eine ganz offene Halbzeit, eine zweite Halbzeit, weil zwei Tore kann man in 15 Minuten noch schießen. Auf jeden Fall. Also Bremen hat auf die Chancen gelauert, ist clever ausgespielt, also das Spiel ist absolut offen. War sehr, sehr schön anzugucken, muss ich sagen. Ja. Ich glaube aber, das erste Tor schießt Raffelberg. Los geht's. Kimmel Fayan mit Mia Landmesser jetzt wieder in Verteidigung. Ja, jetzt geht's drum. Hier schnell Druck zu machen auf die Bremer. Ja, jetzt Nathalie Hoppe bricht aus und das. Gut. Oh nein, Lukas, das wär's ja. Für Lukas jetzt die. Oh, das ist das Ding! Das ist das Ding, ey, das ist mein alles vor Lukas, einer Minute. Also, ich weiß nicht, ob er das Spiel vor uns gesehen hat. Völlig richtig. War ja mein Team. Völlig richtig. Also, ich weiß gar nicht, wie er drauf gekommen ist, aber er hat völlig recht behalten. Sollten vielleicht mal öfter fragen. Also. Ja, leider, ja, Respekt hast du gewonnen. Livestream-Chat. Haben wir einen Einzel-Chat dafür. Wieder über 400 Zuschauer. Es füllt sich langsam wieder. Und? Gerade. Ja, nee, lieber nicht. So, und jetzt ist Raffelberg gefragt, ne? 13 Minuten 50 auf der Uhr. 3 Tore brauchen sie mindestens. Jetzt kommen ja auch schon die individuellen Fehler. Scheint, als hätte sie sich dabei auch noch verletzt. Eieiei, das sieht gar nicht gut aus. Das konnte ich nicht sehen, sieht gar nicht gut aus. Trifft er nicht den Ball richtig, verletzt sich dabei. Mal gucken. Physio kommt aufs Feld. Wünschen wir natürlich hier alles Beste. Ja. Ich hab's gerade gar nicht richtig gesehen. Sieht schmerzhaft aus. Hoffen wir nur das Beste. Also eine Verletzung ist auch mal eine Möglichkeit, sich mal kurz zu besprechen. Ich denke mal, die Raffelberger haben nochmal die Chance, kurz ein paar Sachen von der Halbzeit nochmal durchzusprechen. Mal gespannt, was sie jetzt taktisch ändern werden. Ja, aber ich denke mal, sie können nicht mehr weiterspielen. Ja, aber ohne die Abwehrchefin wird es natürlich richtig, richtig schwer. Ich hoffe nicht, dass die Schulter raus ist oder so. Das hatte ich nämlich letztens gesehen. Nee, sieht aber nicht so aus, weil das war brutal, wirklich. So, und da gibt es auch Applaus von unserer Seite. Ja. Natürlich. Alles Beste und gute Besserung. Hoffen wir mal, dass das Schlüsselbein noch so nicht durch ist, weil letztens gesehen, wie eine Schulter ausgekugelt war. Schöne Grüße an Luis Kohl. Ja. Das sah wirklich richtig schmerzhaft aus. Das ist natürlich jetzt auch noch ein herber Rückschlag, ne, für Raffelberg. Ich glaube, somit die wichtigste Spielerin für Raffelberg, vor allem im Aufbau. Und so jetzt dann nochmal ohne sie zurückzukommen, das jetzt wird's richtig, eine harte Nummer. Schwer. Naja, jetzt müssen sich die Raffelberger dann schütteln. Aber das wird richtig schwer. 3 Tore, 13 Minuten. Bei der Bremer Verteidigung, die wirklich so wenig zulässt. Ja. Und sieht auch nicht so aus, als hätten die Bremerinnen keine Lust mehr, Hockey zu spielen. Die machen ja noch weiter. Ja, das ist, glaube ich, keine Frage. Nochmal die letzten 13 Minuten hier als Team zusammen genießen. Ah, guck mal. Ist doch der Begemann jetzt auf der Bank, oder? Der Arzt, der hier zur Verfügung gestellt wurde, schaut sich das Ganze nochmal an. Hoffen wir, dass da nichts ist. Machen wir, ja, mach stark. Boah. Aber es ist viel individuell jetzt. Aber Bremen verteidigt doch einfach echt gut. Ja, die stehen wirklich, also das System wirklich. Auch mal Lob an den Trainer, also das können sie wirklich. Das setzen sie gut um, die Spielerinnen.
Eieiei. Und da bin ich dann auch echt gespannt. Sollte. Ja, gut. Weiß auch gar nicht, wie lange sind wir schon wieder on, Tom? Oh. Kann den. Oh, das gibt die Ecke. Wegen Schlägerstellen. Würde ich gerne nochmal sehen. Ja, ist richtig. Nee, ist richtig. Ah, ist ein hart. Ja, nö. Geh ich mit dem Pfiff. Alles regelkonform. So, den müssen sie reinmachen, wenn sie das Spiel hier noch gewinnen wollen. Nein, das ist kein Halbfinalspiel, das ist das Spiel um Platz 3. Lukas sagt Ecke nicht drin. Lukas sagt Ecke nicht drin. Perfekt. Ja, dann sage ich, dass sie drin ist. Oh. Ja, war Fuß auf jeden Fall mit dabei, aber. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Ich sag, geht vom Schläger und dann an den eigenen Körper. Komm, wer ist nochmal Fajuba? Den kenne ich irgendwer. Fabian Bambach. Habe ich nämlich schon mal irgendwo auf Twitch gesehen. Oh, den knallt's aber ans Brett. So, jetzt vielleicht nochmal schnell. Aber das sind die Pässe, die darfst du dir jetzt einfach nicht mehr erlauben. Wenn du hier einen 3 hohe Rückstand aufholen willst. Das wird so schwer. Ich glaube, Mia Landmesser kann auch nicht mehr dabei sein. Sieht aus, als wäre der Platz nicht mehr dabei. Probiert da mal das Spiel nochmal schnell zu machen. Wird aber zurückgebremst vom Schiedsrichter. Na schon, aber doch schon ganz schön viel dafür, dass du nichts wolltest. Also haben gerade, schöne Grüße, WJB vom DRC haben es gerade ein bisschen ihre Zwiebel, also Zwischenmahlzeiten vorbeigebracht, weil die ja jetzt durch sind, weil wir hier sonst hungern. Und der Lukas meinte, er will nichts, aber jetzt ist er schon ganz schön, freut er sich gerade schon ganz schön über die Schokowaffeln. Die sehen aber auch geil aus. Bei Chat, auf der Skala von 1 bis 10, wie geil findet ihr Schokoreiswaffeln? Die sind ja wohl gar nicht geil. Anderes Level. Ewig nicht mehr gegessen. Boah, gut geklaut. Ich freue mich ja gleich nach dem Spiel. Jetzt Raffelberg, jetzt mal Hockey hier wieder, Fritz, ja? So, gib den Pfiff für Raffelberg. Was ist Raffelberg eigentlich für ein geiler Name? Mir mal aufgefallen. Raffel, boah. So, Jule Bloch jetzt wieder drin. Ja, bauen da jetzt auf. Ja. Boah, Nathalie Hoppe ist auch stark durch. Ui! Ja, zum Glück nicht verletzt. War ziemlich wild geflogen da, aber alles gut gegangen. Aber da liegt das Brett gut so, und jetzt. Oh, Leute jetzt von Geffen mit einem Wahnsinns-Solo. Boah. Ich verstehe das gut. Und jetzt den Abschluss hoch. Ja, ist gut, aber ist gut. Gefällt mir. Gut von Jule Bloch trotzdem. Hoch ins lange Eck, da muss es hingehen. Ja. Haben an diesem Wochenende zu viel kurzes Eck irgendwie gesehen. Der muss hoch ins lange Eck, das macht sie und das finde ich gut, gefällt mir. Ja, da, aus den Situationen muss Raffelberg jetzt ganz schnell raus, weil sonst ist das Spiel ganz, ganz schnell vorbei. Sind auch noch. Van Geffen jetzt wieder am 48. Ball, wird ihn oben rausspielen. Jetzt schnell einen Seitenwechsel über die Bande jetzt. Nee, doch nicht. Sondern wieder zurück. Muss man irgendwie probieren, nach vorne zu kommen. Kann man auch meinetwegen das Risiko eingehen. Oh, schön gespielt. Da konnte ich nicht durch. Nee, ja, ist richtig. So viel ins Brett reingelaufen von Raffelberg, oder? Bisschen zu viel auf jeden Fall. Vor allem im letzten Drittel. Ist gerade wieder alles im toten Winkel. So lange Ecke Bremen. Die Raffelberger Trainerin hat jetzt auch nicht mehr die beste Laune. Ja, sich jetzt so aus Turnier verabschieden wäre natürlich bitter. Oh.
Oh, jetzt aber gut, ja, Tempo über rechts. Schade. Ja. Aber es gelingt nicht mehr so wirklich was. Ich habe das Gefühl, bei den Raffelbergern fehlt jetzt auch langsam der letzte Biss. Sind jetzt einfach nach so einem langen Wochenende wahrscheinlich auch einfach müde. Da fehlen jetzt einfach die Körner, um jetzt hier nochmal richtig, ja, so einen 3-Tore-Rückstand aufzuholen. Uiuiuiui, das musste Karte geben. Ja, richtig. Innerhalb ist es nicht. War deutlich außerhalb. Für mich ist das auch... Mina Witzbe. Kann man sich über eine Karte schon unterhalten. Ja, also das musste... Ja, ja doch, gibt's auch. Auch durch. Erst die Worte gesucht. Gibt Ecke. Nein. Okay, finde ich interessant. Habe ich jetzt nicht genau gesehen, aber... Wenn der Schiedsrichter das so entscheidet, vielleicht wäre auch einfach nochmal Raffelberg ins Spiel. Nein, das wollen wir natürlich nicht unterstellen. Nein, natürlich nicht. Ich hab's. Aber natürlich bringt das die Raffelberger ins Spiel, wenn die Ecke drin ist, dann eine Minute in Überzahl. Wenn sie das gut nutzen können. Ich stelle mich jetzt auch nochmal hin hier für die letzten Minuten. Julia Funke. So, Dolle van Geffen an der Ausgabe. Julia Funke vom Schuss. Freigegeben. Und das ist natürlich. Ja, schon wieder Rausgabe. Also, es hat mir schon im ersten Spiel, ja, also im Halbfinale, habe ich gesehen. Das kann ich nicht erlauben jetzt. Das wird dann halt auch eiskalt bestraft. Schön. Oh, der ist hoch. Schießt den Ball dann nochmal ins Tor. Also, langsam wird jetzt. Ah, kriegt er eine 5 jetzt mal schnell, das macht sie gut, schön sein verlagert. Jetzt muss der Abschluss kommen. Ja, ein bisschen zu leicht, ja. Zu lasch. Dolph van Geffen. Oh, Außenpfosten. Also auf dem Pfosten ist. Auf dem Pfosten ist die ganze Endrunde verlassen, muss man sagen. Dolph van Geffen da jetzt zwischen drei Brettern. So. Die Bremer sind jetzt wieder komplett. Hier wird sich beschwert, weiß ich jetzt nicht genau warum. Und. Die Bremer Teuterin, das ganze Wochenende. Einfach richtig gute Leistung. Sehr stark. Nochmal schön wiedergehalten. Nein, wird sich schon wieder beschwert. Also beide Trainer bzw. Staffs hadern so ein bisschen jetzt im letzten Spiel mit den Schiris. Muss jetzt, finde ich, gar nicht mehr so sein. Nee, finde ich auch nicht. Vor allem jetzt langsam wird der Endstand auch einfach relativ klar. Raffelberg versucht nochmal alles, aber ja. Ja, noch ist die Chance da, ne? Boah, weil jetzt auch einfach... Wieder der Rückhandschuss, wieder gehalten. Aber es erinnert mich ein bisschen ans Halbfinale, was jetzt bei Raffelberg viele Chancen drückend überlegen, aber ja kriegen das Ding nicht rein. Hier wird jetzt auch der Kopf geschüttelt von den Stürmern. Stürmerinnen. So. Nochmal über Jule Bloch, legt ihn in die Mitte. Ist gut verteidigt. Aber kriegt den Pfiff gegen sich. Ja, doch, ist richtig. Da muss sich der Bremer Trainer gar nicht so aufregen. Der Pfiff ist genau richtig. Ja, der geht einfach hoch, ja. Aber jetzt links über Sarah Gehring. Ne. Schon eine gute Technik. Wieder ein schöner Ball da nach innen. Boah. Hast du gut, schön abgestoppt. Super gemacht. Sarah Gehring kann den Ball da nicht verarbeiten. Und ich glaube, wir haben unsere Interviewpartnerin für nach dem Spiel schon gefunden, ne? Hier wird fleißig im Chat nach Mina Özbe gefragt. Lukas, kannst du schon mal auf Mina Özbe, 23 von Bremen, gleich einstellen. Von Bremen. So, jetzt wieder Sarah jetzt Gehring. Das ist halt hängen. Einfach. Bleiben immer hängen. Weil Bremen das auch einfach sehr gut macht defensiv. Können wir nicht oft genug sagen. Genau, 23. Ist 0-7erin. 0-7, ja. Das ist schon erstaunlich, also so eine Leistung zu zeigen in so jungem Alter. Ja, die spielt ja auch fast durch hier, ne? Also, ist ja durchgehend auf dem Platz. Ja. Ja. Letzten 3 Minuten laufen.
Und ja, ist, bin ich gespannt, ob wir überhaupt noch ein Tor sehen werden. Spiel ist jetzt wirklich ruhig geworden. Die Bremer, die machen das einfach gut, stehen da hinten in ihrem System, kommen sie nicht durch. Jetzt nochmal Mina Özbe, kann sie noch was probieren? Na, bleibt direkt im Brett hängen. Boah! Natürliche Block stark. Aber wieder sind alle Bretter direkt da. Ah, die verteidigen da. Direkt auf. Jetzt ist mal Platz für Sarah Gehring da. Jetzt mal mit der Rückhand. Rückhand. Aber es ist... Die Schüsse sind halt leider immer zu lasch, ne? Das ist keine Riesenaufgabe für die Torhüterin von Bremen, die aber auch trotzdem ein sehr gutes Spiel macht. Ja, langsam sieht man auch die Enttäuschung in den Gesichtern der Raffelbergerin. Sollte einfach nicht sein heute. Einfach keinen guten Tag offensiv erwischt. Ja, gestern sah es halt ganz anders aus. Ja. Waren auch meine Mitfavoriten. Für den Titel auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also die hatte ich eigentlich relativ sicher im Finale gesehen. Vor allem nach dem gestrigen Tag. Aber da gab es schon diese, ja, ich sag mal kleine Überraschung gegen Ludwigsburg. Ja. Die Bretter unten, ja, ruft der Trainer rein und die liegen. 1:20 noch auf der Uhr. Bremer werden wohl auch dieses Spiel gewinnen und werden damit dritter Platz bei dieser deutschen Meisterschaft, glaube ich. Ja, Tom, wärst du aus Bremer Sicht nach diesem Wochenende zufrieden, ganz ehrlich? Ja, über das letzte Spiel kann man, also erstmal bist du Gruppenerster, oder? Ja, Gruppenerster. Vor München, Mannheim und Zehlendorf. Dann hast du natürlich hohe Erwartungen, ne? Gehst dann ins Halbfinale rein, verlierst das dann bitter, ich mach gleich weiter, kurz die Ecke, Raffelberg, früh rausgehauen. Ah, jetzt, weil, ja, die Spieler stehen ja zu weit links, die werden jetzt auch immer zu früh rauslaufen, um einfach die Zeit runterlaufen zu lassen, kann ich mir vorstellen. Ne, doch nur einmal. Und wollen sich natürlich jetzt nicht mehr verletzen. Spiel ist eh durch. Und dann gibt's noch. Lassen da den freien Torschuss zu. Jo, da gibt's noch einen Ehrentreffer dann von Taya Ganz. Das Spiel ist vorbei. Und Lukas, gibt dir jetzt schon mal das Mikrofon. Und dann ist das hier der 4:2 Sieg. Und damit gratulieren wir auch ganz klar dem Bremer C zum dritten Platz bei dieser deutschen Meisterschaft hier in Düsseldorf. Lukas macht sich jetzt zum Weg, auf dem Weg zu Mina Özbe zum Interview, wie ihr es gefordert habt, Chat. Ja, Raffelberg ist natürlich enttäuscht. Da fließt schon wieder die eine oder andere Träne. Zum zweiten Mal am Tag. Ist hart. Joghurtreis. Ja, 1-0 Jan Regensburg gegen Fortuna. Super. Gut,
mal ganz kurz zum Interview bestellen? Ja. Freust du dich auf das Interview? Ja, sehr. Du warst richtig motiviert aus. Ja, ich war sehr motiviert. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Wir haben festgestellt, du bist die jüngste Spielerin von dir. Ja, mit der jüngste Spielerin, ja. Wie ist so mit der dritten Platz? Sehr cool, sehr cool. Ja, macht mir sehr Spaß.